Das Wetter hätte nicht besser sein können. Kalt und nass, ideal für diese Art von Veranstaltung. Im Saarbrücker E-Werk treffen sich an diesem langen Wochenende Computerfreaks aus der ganzen Welt, um zu zeigen, was man mit Tastatur und Maus auf dem Bildschirm so zaubern kann. Einige Ergebnisse dieser Demo-Party lassen sich in der kommenden Woche dann auch im Stadtbild bewundern. Schon zum fünften Mal hat der gemeinnützige Verein Tastatur und Maus zu diesem elektronischen Spektakel ins E-Werk eingeladen. Rund 1000 Teilnehmer aus fast allen Kontinenten sind angereist. Das Netz leistet viel, der persönliche Kontakt ist manchmal besser. Prinzipiell ist das eine Amateurgeschichte, so nennen wir es, aber es sind auch sehr viele Profis sozusagen dabei, die in der Spielebranche arbeiten, in der Softwarebranche. Das ist für die so ein Hobby, so ein Outlet, um mal die Kreativität ausleben zu lassen, die man so im normalen Job einfach nicht machen kann. Die sogenannten Demoszener erzeugen mit ihren Rechnern elektronische Kunstwerke. Das sind oft Musiken, aber auch optische Animationen oder noch häufiger eine Kombination aus beidem. Es gibt viele Leute, die arbeiten schon monatelang zu Hause an ihren Beiträgen. Und die meisten brauchen da so ein bisschen Stress am Ende, so dieser Deadline-Stress. Und viele machen hier ihre Beiträge fertig, weil es einfach ein bisschen dazugehört. Und es gibt natürlich auch einen sehr, sehr großen Austausch zwischen den ganzen Leuten. Da wird eben technische Information mit ausgetauscht, es werden Freundschaften geknüpft. Es ist eine sehr, sehr soziale Community, die wir hier haben. Aber es ist auch ein Wettbewerb in mehr als 20 unterschiedlichen Kategorien. Das rangiert von Musikwettbewerben, wo einfach Leute Musik mit Computern machen, entweder alte Computer wie den Atari, Amiga, C64 oder halt ganz moderne elektronische Musik. Und dann haben wir Grafikwettbewerbe und der große Fokus liegt auf Programmierwettbewerben. Das heißt, da wird ähnlich wie in einem Musikvideo, so kann man es am ehesten vergleichen, wird aber vom Computer Echtzeit berechnete Effekte werden hier gezeigt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einer der Wettbewerbe ist in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Kunst entstanden. Es geht um die Lichtgestaltung deren Fassade. Die Gewinnerarbeiten werden dann in der kommenden Woche vor Ort am und im Gebäude der HBK am Ludwigsplatz präsentiert. Als Jury fungieren die Teilnehmer der Veranstaltung selbst. In einem Public Voting bewerten sie gegenseitig ihre Installationen und Animationen. Der Eintritt zu dem viertägigen Event kostet 65 Euro. Wer nur mal kurz reinschnuppern will, hat dazu am Sonntagnachmittag Gelegenheit. Ab 13.30 Uhr wird eine einstündige, kostenlose Führung angeboten, bei der es auch zu Kontakten mit den Teilnehmern aus aller Welt kommt.